Es gibt Sachen, die gehören einfach zusammen. Zum Beispiel Michael Graf und die GameStar. Oder Maurice und das Mittelalter. Nicht immer, aber oft genug sind diese perfekten Paare recht naheliegend. Und genau so einen Fall haben wir hier bei Crusader Kings 3 und Game of Thrones. Denn wenn es ein Videospiel gibt, zu dem Intrigen, Mord und Inzest passen, dann ist es ja wohl das Globalstrategiespiel von Paradox Interactive. Ihr werdet euch von daher kaum wundern, dass Fans fleißig an einer großen Total Conversion arbeiten. Und weil die mittlerweile schon spielbar ist, haben wir sie uns für euch einmal angeschaut. A Game of Thrones heißt die Mod und bildet bislang den Kontinent von Westeros ab. Essos soll irgendwann noch folgen, das könnte allerdings noch etwas dauern, denn die Modder nehmen die Sache sehr genau. Alleine der westliche Kontinent von George R. R. Martins Fantasywelt umfasst über 6000 Baronien, mehr als 1000 spielbare Grafschaften und 40 verschiedene Kulturen mit eigenen Traditionen, Religionen, heiligen Städten und Doktrinen. Wenn also irgendwann die freien Städte rund um Braavos, Lys und Tyrosch dazukommen und dann auch noch das Dothrakische Meer, Valyria und die Sklavenbucht, dann dürfte die Game of Thrones Mod schon fast wahnwitzig groß werden. Doch das sind natürlich erst einmal Zukunftsträume, denn auch gameplay-technisch fehlt noch viel. Bislang unterstützt die Mod zwei Startdaten. Entweder beginnt ihr mitten in Robert Baratheons Rebellion gegen den irren König Aerys Targaryen, oder etwas später zu dem Zeitpunkt, an dem die Bücher und die Serie starten. Dieser zweite Startpunkt unterstützt bislang aber nur die reine Ausgangssituation, es gibt ansonsten keinerlei Events oder vordefinierte Elemente. Bei Roberts Rebellion hingegen bekommt ihr mehr Flavor rund um die Geschehnisse. Spielt ihr beispielsweise als König Aerys, klopft eines Tages Tywin Lannister an eure Stadttore, um euch angeblich beizustehen. Ob ihr ihn einlasst oder nicht, bleibt euch überlassen. Hört ihr auf Meister Pycelle, entwickeln sich die Ereignisse wie in der Vorlage, doch solltet ihr dem Rat des Eunuchen Varys folgen und Tywin aussperren, weicht ihr erstmals deutlich vom vorbestimmten Pfad ab. Das allein ist schon eine super Sache. Ihr werdet allerdings schnell merken, dass es der Mod dann doch an allen Ecken und Enden noch an Details und Inhalt fehlt. Denn beispielsweise im Fall, dass ihr Tywin nicht nach Königsmund lasst, passiert einfach nichts. Trotzdem macht es großen Spaß, sich mit den bekannten Charakteren und Familien auseinanderzusetzen oder sie selbst zu spielen. Problematisch ist nur, dass es ein eher kurzes Vergnügen ist, denn Crusader Kings 3 läuft im Grunde zu schnell für die vielschichtigen Entwicklungen eines Game of Thrones. Noch ehe ihr große Pläne schmieden könnt, beißen die ersten Figuren schon ins Gras. Und langfristige und verworrene Pläne wie die von Kleinfinger lassen sich so nicht umsetzen. Die Mod müsste also eigentlich das Altern der Charaktere verlangsamen. Crusader Kings 3 ist darauf ausgelegt, dass ihr eher eine Dynastie verkörpert und innerhalb eines Spieldurchlaufs vielleicht ein Dutzend verschiedener Herrscher spielt. In Game of Thrones bedeutet das aber, dass es spätestens in der dritten Generation keine wiedererkennbaren Charaktere mehr gibt, was dem Ganzen viel von seinem Charme nimmt. Das andere Kernproblem hat mit den trotz allem begrenzten Möglichkeiten zu tun. Denn im Grunde könnt ihr mit den Crusader Kings 3 Mechaniken nur erobern, geschickt heiraten und Morde veranlassen, um an mehr Land und Titel zu kommen. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht und macht auch eine Weile lang Spaß. Doch die richtig großen Intrigen wie die von Kleinfinger oder Varys lassen sich so eben nicht nachstellen. But what do we have left once we abandon the lie? Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos. Isn't a pit. Chaos is a ladder. Das liegt eben einerseits an Systemen und Mechaniken, andererseits aber auch an der KI, die keine eigenen Pläne entwickeln kann, was schon im Basisspiel ein Problem war. Game of Thrones spielt sich in dieser Mod daher ein bisschen so, wie sich König Joffrey seine Herrschaft vorstellt. Ihr bringt einfach alle um, die ihr nicht mögt und von deren Tod ihr euch etwas versprecht, ihr eignet euch eure Titel an und erfreut euch eures Lebens. Der Unterschied zur Vorlage ist nur, im Spiel funktioniert das so, ganz ohne echte Konsequenzen. Das macht die Intrigen im Grunde belanglos und auch irgendwie unnötig. Dadurch konnten wir beispielsweise mit den Manderlys ungehindert weite Teile im Norden erobern, ohne dass die Starks Einspruch erhoben hätten. Ausgebremst wurden wir dann erst von der Spielmechanik, denn die bestimmt, dass Königstitel erst durch den Besitz von 51% der Grafschaften anfechtbar sind.
Da aber die Königreiche in der Mod extrem groß sind, ist es unmöglich, genügend Fürstentümer einzunehmen, ohne extreme Überdehnungsmali zu erleiden. Mehr als einmal steht also das Gameplay der Immersion in dieser Mod im Weg. Die Entwickler zeigen jedoch schon gute Ansätze, das zu ändern. So ist eine schon recht überzeugende Megakriegsmechanik implementiert, durch die sich das Reich der Sieben Königslande bei einem Angriff oder Aufstand komplett aufsplitten kann. In diejenigen, die den König oder die Gegenseite unterstützen, und solche, die sich neutral verhalten. Dadurch entwickeln sich immer wieder spannende Riesenkriege, die aber so programmiert sind, dass normalerweise das Reich am Ende wieder als Ganzes existiert und nicht schon beim erstbesten Konflikt in tausend Scherben zerspringt. Eine ganz besondere Mechanik findet ihr außerdem im hohen Norden an der Mauer. Dort bekämpft die Nachtwache die Wildlinge, die sich als Stammesfürsten um die Macht jenseits der Mauer streiten. Dazu nutzt die Mod die Konfliktmechanik, die im Zuge des DLCs Fate of Iberia eingeführt wurde. Doch keine Sorge, DLCs braucht ihr grundsätzlich keine für die Mod, wenngleich Royal Court dringend empfohlen wird, denn sonst verpasst ihr einige ziemlich schmucke Schauplätze. Während also die Wildlinge versuchen, ein großes Königreich zu formen und die Mauer zu überwinden, dringt ihr als Nachtwache in die Wildnis vor und zerschlagt regelmäßig die größeren Stämme, um eine große Machtanhäufung jenseits der Mauer im Keim zu ersticken. Allerdings dürft ihr die Gebiete nicht übernehmen, sodass sich die Schwarze Bruderschaft sowohl einzigartig, aber auch eigenartig spielt. Stirbt zum Beispiel der Lordkommandant, übernimmt einfach der nächstbeste Anwärter, denn Frauen und Erben gibt's hier natürlich nicht. Ein weiteres Highlight sind die detailverliebt umgesetzten Religionssysteme. Die Anhänger der Sieben dürfen sich einen Patron auswählen, während die Gläubigen der alten Götter die Wehrholzhaine in ihren Burgen aufsuchen und dort um Beistand bitten. Die kleinen Modelle der Burgen sind bei genauerer Betrachtung übrigens ziemlich schick. Zum Beispiel Winterfell und Königsmund dürftet ihr ohne weiteres wiedererkennen. Die zentralen Städte sind meist in zwei oder drei Bereiche mit eigenen Bauslots unterteilt, um deren Größe und Bedeutung zu unterstreichen. Ohne Bedeutung sind bislang die übernatürlichen Elemente des Fantasy-Epos. Auf weiße Wanderer, rote Magie und die Kinder des Waldes müsst ihr noch verzichten. Ob und wann die eines Tages implementiert werden, steht noch in den Sternen. Dafür gibt es aber zumindest schon die Königsgarde. Die Mitglieder dienen als Ritter in Turnieren und als Streiter oder Generäle im Kampf. Geht einer von ihnen drauf, nominiert ihr höchstpersönlich einen Nachfolger. Und weil ja das Rittertum in Game of Thrones eine recht prominente Rolle spielt, können sich Charaktere mit der Eigenschaft Ritter Knappen suchen. Die bilden sie dann ähnlich wie bei einer Vormundschaft aus und erheben den Sprössling dann irgendwann selbst in den Ritterstand. Spielt ihr selbst noch als Kind, erlebt ihr die Events aus der Perspektive des Knappen. Ansonsten lässt euch das Spiel alle Freiheiten. Wollt ihr etwa euren inneren Ramsay ausleben, gibt es genügend Optionen für Intrigen, Mord und Folter. Allerdings nur im Rahmen der ursprünglichen Systeme von Crusader Kings 3. Mod-spezifische Mechaniken gibt's noch gar nicht so viele. Immerhin haben die Entwickler ihre Mod schon auf den Stand des neuesten Patches gebracht, der zusammen mit dem DLC Tours and Tournaments erschienen ist. Dadurch reist ihr jetzt auch tatsächlich mit eurem Herrscher über die Karte, richtet spektakuläre Feste und Turniere aus oder geht mit anderen Herrschern auf die Jagd. Bei solchen Gelegenheiten findet ihr Freunde oder neue Feinde. Ihr könnt nämlich auch gezielt Mordanschläge verüben. Schließlich kann ein Eber ein Reich komplett auf den Kopf stellen, manchmal noch viel besser als jede Armee. Und falls ihr euch mehr an Walder Frey orientieren wollt, ist durch die neuen Inhalte sogar eine rote Hochzeit möglich. Dieser Patch ist also wie geschaffen für eine Game of Thrones Mod. Allerdings ging dieses Update erst live, nachdem ich mit dem Video hier schon fertig war. Ich wollte aber diesen Aspekt unbedingt noch reinbringen und euch die besagten Inhalte zeigen. Verzeiht also bitte den kleinen Bruch in der Vertonung gerade, der hat sich eben durch diese Ergänzung ergeben. Die Game of Thrones Mod ist also eine ziemlich gute Idee, die einfach nur mehr Inhalte braucht, um so richtig durchzustarten. Wobei das sowieso relativ ist, denn im Steam Workshop gehört sie auch so schon zu den beliebtesten Community-Inhalten. Wir sind daher auf jeden Fall gespannt, was die Modder noch alles auf die Beine stellen werden. Und zum Schluss noch ein Tipp. Ladet nicht neu. Lasst die Ereignisse so geschehen, wie sie kommen, auch wenn das mal einen Rückschlag bedeutet. Das macht Crusader Kings 3 zu einem besseren Spiel und diese Mod hier erst recht. Denn schließlich kommt Game of Thrones ja erst so richtig in Fahrt,
wenn es unfair zugeht und alles im Chaos versinkt. Und damit bis zum nächsten Mal, Valar Morghulis.